Los, lauf! Habt ihr dem Kind einen Namen gegeben? Nein. Warum sollten wir? Ein Fehler. Namen sind mächtige Siegel. Oh, Backe. Verdammt. Freunde, es geht rund. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Hier ist es. Ich bibber ein bisschen. Wirklich idyllisch hier. Hast du denn gar kein Einsehen? Ich weiß, dass ich Fehler gemacht habe. Gut. Das Grab ist offen und leer. Was hat das zu bedeuten? Der Fehlgeborene ist auf Beutejagd. Ach, du grüne Neune. Schau. Ach, du grüne Neune. Was ist denn das? Nimm ihn in die Arme. Schnell. Was, wenn er durchdreht? Ehe wir es merken, reißt er uns den Arsch auf. Sei still, sonst macht er es auch. Gerade ist er ruhig. Verdammte Scheiße. Und was ist, wenn er die Ruhe verliert? Dann beißt er dir die Kehle durch. Du verblutest, ehe ich helfen kann. Sag Bescheid, wenn er unruhig wird. Dann beruhige ich ihn mit Magie. Gib ihn auf. Nimm ihn in deine Arme. Alter Falter. Barmherzige Götter. Oh Mann, ist das eklig. Zurück zur Burg. Was? Damit? Du wolltest doch die alten Legenden auf die Probe stellen und einen Tölpelbold daraus machen. Oh, Scheiße. Ja, Kollege, na, dann lauf mal hier mit deinem kleinen Baby. Ich wähle mal hier noch schnell nicht Schutzschild, sondern Gedankenbeeinflussung. Falls er wirklich ausrastet. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich habe jetzt absichtlich nicht kämpfen gewählt, weil... Warum sollen wir nicht versuchen, das Baby noch irgendwie zu retten? Da bin ich ja nur auch kein Unmensch. Aber vorbereitet sein möchte ich natürlich trotzdem. Keine Frage. Wenn er das jetzt fallen lässt, in seinem überschwänglichen... Geister. Der Geruch des Fehlgeborenen hat sie angelockt. So nicht. Okay, Sekunde. So nicht. Jetzt sterbt ihr erstmal. Und zwar allesamt, wie ihr hier seid. Schwuppdiwupp. Alle hinüber. Meine Güte, ey. Was seid ihr denn so aggressiv heute alle? Ja, ist ja gut jetzt. Stirb. Hol mich die Pest. Er bewegt sich. Ich kann ihn nicht mehr halten. Beruhige ihn irgendwie. Ja. Puh. Ganz ruhig. Mann, oh Mann, oh Mann. Das ist aber auch ein merkwürdiges Vieh. Was hast du damit vor? Ich? Nichts. Das ist deine Aufgabe. Ich hab doch gesagt, du musst es unter der Türschwelle begraben. Die Sage war, ist es morgen ein Tölpel. Er wird über dein Haus wachen und mir helfen, deine Familie zu finden. Echt irre. Also so ein Vieh habe ich ja noch nie gesehen. Ich habe damals noch dieses Game für den PC gespielt. Und jetzt geht's wieder los hier. Ich glaube, es hackt. Beeilung. Was nehmen wir denn da? Ah, eine magische Falle. Warum nicht? Los, ich warte nicht, bis du uns verschlingen. Heide Witzka, heide Witzka. Muss hier mal kurz beiseite und mal einen Trank auswählen. Und zwar hatte ich doch, glaube ich, noch Schwalbe, oder? Dang, da, dang, dang, dang.
das auswählen. Nein! Warum denn nicht? Warum kann ich denn jetzt meine Dinger nicht benutzen? Verschwindet! Geht weg! Uiuiuiui. Es geht rund, sie kommen! Ah, sie kommen mich holen! Eieiei. Uiuiui. Weg hier! Sterbt, ihr hässlichen Maden! Mann, das sind aber auch viele, ey. Ist ja echt Wahnsinn. Oh Mann, hoffentlich vergifte ich mich jetzt hier nicht noch. Okay, noch einer weniger. Fuck. Okay, ich komme. Oh, da ist noch einer, da ist noch einer. Egal, lassen wir das so. Auf ihn. Sehr gut. Er bewegt sich wieder. Wie ein scheiß Aal. So. Es hat geklappt. Er ist ruhig gestellt. Donnerwetter. Das ist echt was los. Kann man nicht anders sagen. Namen gewählt? Nein. Dann lass dir einen einfallen. Es ist wichtig. Es ist ein Mädchen. Wie hätte Anna sie genannt? Oh, wei, ist das... Das ist echt eine ziemlich geile Mission, muss ich sagen. Auch wenn sie einem ein bisschen was abverlangt. Aber nicht schlecht. Hat schon was vom Style auf jeden Fall. Gefällt mir zumindest. Ich weiß nicht, was euch gefällt, aber ich finde das ziemlich cool. Und jetzt? Sprich mir mal. Bei den Mächten von Erde und Himmel. Bei den Mächten von Erde und Himmel. Bei der Welt, die für dich bestimmt war. Bei der Welt, die für dich bestimmt war. Vergib mir, die du gekommen bist und die ich nicht willkommen hieß. Vergib mir, die du gekommen bist und die ich nicht willkommen hieß. Ich gebe dir den Namen, sag ihren Namen. Und empfange dich als meine Tochter. Ich gebe dir den Namen. Dir. Und empfange dich als meine Tochter. Gut. Und jetzt begrab sie. Innerhalb eines Tages sollte sich Dea in einen Tölpelbold verwandeln. Ich bleib hier und warte. Du gehst nach Hause. Ich warte mit dir. Kommt nicht in Frage. Aber das ist mein Kind. Und die Schuld, die ganze Verantwortung dafür liegt bei mir. Die Zeit für elterliche Gefühle ist lange vorbei. Außerdem kannst du hier nichts tun. Aber... Kein Aber. Hier ist nur noch Hexerwerk gefragt. Ich muss Tag und Nacht warten, bis sich der Fehlgeborene in einen Tölpelbold verwandelt. Geh nach Hause und betrink dich nicht wieder bis zur Bewusstlosigkeit. So sieht's aus, mein Freund. So sieht's aus. Ziemlich geile Szene, muss ich sagen. Gefällt mir richtig gut. Und jetzt müssen wir ihn wahrscheinlich hier noch herbeirufen, so wie es dort auch steht. Und ich werde mich mal hier wieder zurecht fummeln. Warten wir ruhig mal bis Sonnenaufgang. Zack. Dann geht's uns auch wieder gut. Sind auch nicht mehr vergiftet. Und dann warten wir mal. Schau mal, was dort passiert.
Bei der Macht des Blutes, ich rufe dich. Bei deinem Namen flehe ich dich an. Höre mein Rufen und erhebe dich, Dea. Führe mich zu denen, die mit ihrem Blut an dich gebunden sind. Mann, er ist aber flott unterwegs hier, der fliegende, die fliegende Dea. Ja. Ich weiß gar nicht, vom Style erinnert er mich, glaube ich, so ein bisschen an dieses, aus die Tomb Raider, die Chronik. Da gab es so eine Insel, da gab es auch diese Ungeborenen oder was das auch immer waren. Die sahen, glaube ich, ähnlich aus. Bei denen hatte ich als Kind echt immer Schiss. Ich habe gefürchtet, wenn ich die Mission spielen musste. Naja, der kleine Fox hatte früher Angst vor so einem Käse. Heute geht's. Gibt nicht viele Spiele, bei denen ich mir richtig in die Buchse mache, aber... Naja, eins habt ihr ja wahrscheinlich schon gesehen. Daylight fand ich ziemlich beunruhigend. Auch wenn es eigentlich gar nicht so... so viel zu sehen gab. Aber es war schon eine ziemlich dichte Atmosphäre. Das zählt schon eine ganze Menge. Und bei den zwei Spielen, die ich da geholt habe, werdet ihr auch sehen, da ist Atmosphäre das A und O. Und da gab es einige Level, bei denen ich mir wirklich eingebuchst habe. Okay, jetzt reicht's. Es reicht. Es reicht. Ja, ich möchte was auswählen. Jetzt werden hier die kleinen Untoten Ertrunkenen zerstückelt. Wo ist dein Freund? Ah, der weiß, was gut für ihn ist. Hat sich verpisst. Essa, Saya. Whoops. Mal, wo die jetzt nun gelandet sind. Wo ist Frau und Kind? Wo ist sie nur? Also Lavendel haben sie hier drin jedenfalls nicht gelagert. Aber vielleicht sollte ich einen Blick riskieren. Eine Idee, was? Was haben wir denn hier? Fußspuren von Pferden? Ein Hufeisen? Kein Pech, sie, da könnte sich ein Pferd leisten. Das Licht hier noch rum? Ein Armreif. Eine von ihnen muss ihn verloren haben. Okay. Noch mehr Fußspuren. Ein Hufeisen? Kein Pech, sie, da könnte sich ein Pferd leisten. Ja, ja, ich weiß. Kleidung? Zogen die sich hier etwa um? Sie waren beide hier. Ich bin auf dem richtigen Weg. Und wie geht's weiter? Sie will mir noch was zeigen. Na dann. Gehe voran. Ich bin da. Zeig mir, welch unheimliche Dinge du noch für uns bereithältst. Ich habe noch zwei andere Spiele gerade im Petto. Die werde ich wahrscheinlich nebenbei dann noch so ein bisschen aufnehmen und mit euch zocken. Da habe ich auch richtig Bock drauf. Ich hoffe, ihr auch. Ihr dürft natürlich auch gerne mal, wenn ihr ein Video euch anguckt von mir oder von Cinemalex oder von uns beiden, auch mal runterschreiben, hey, wie sieht's denn aus? Hast du nicht mal Bock, das und das zu spielen? Dann gucken wir uns das natürlich auch gerne mal an. Ich bin ja wirklich durch und durch Zocker. Also es gibt kaum etwas, was ich nicht zocke. Ich bin wirklich für alles zu haben. Oder für vieles. Für alles nicht, aber für vieles. Oh, da explodiert. Geil. Achtung! Deckung! Mann, da kommen ja noch mehr! Plopsch! Plopsch! Sage mal, wie viel gibt's denn von denen? Das ist ja... Das kann ich mal zählen, ey. Hierher, du hässliches Matschgesicht. Oh, okay. Da haben sich ein paar nicht getragen, einen schönen Platz. Das sollte ich niemand anschauen. Ja, ich seh's mir gleich an. Schrei so viel du willst, sterben wirst du trotzdem. Oh,
Ich sollte den Pferdekadaver untersuchen. Mache ich sofort. Ich nehme nur mal hier noch die Zutaten für eventuelle Tränke sichern. Wenn das denn überhaupt geht. Hier waren noch einige. Ah, die haben doch alle was Schönes dabei. Seht da mal. Kann man nachher vielleicht Geld sparen. So, Pferdekadaver. Gucke ich mir an. Sieht nicht schön aus. Kann ich jetzt schon von Weitem sagen. Was haben wir denn da? Was haben wir denn da? Kopf fehlt, würde ich sagen. Der Kopf einfach abgerissen. Das erfordert enorme Kraft. In der Tat. Riesige Klauen. Das war kein Nekrophage. Der Sattel ist angebissen. Nekrophagen fressen heutzutage aber auch alles. Ich denke, es war keiner. Ein Hufeisen fehlt. Zufall? Oder ist das vielleicht das Tier, das in der Räucherei eins verloren hat? Die Knochen liegen hier schon eine Weile. Muss eine mächtige Kreatur gewesen sein. Hat sie kalt erwischt. Hoffentlich sind sie entkommen. Die Spur führt weiter. Gut, dass sie hier noch nicht endet. Das ist doch schon mal ein Hoffnungsschimmer. Ich habe tatsächlich das erste Mal meine Armbrust benutzt. Ich bin ja ganz stolz auf mich. Vorher immer irgendwie das Gefühl gehabt, das lässt sich nicht benutzen. Aber jetzt geht es anscheinend doch. Und ich habe sogar unendlich Munition. Also warum nicht? So, ich behalte mal ein bisschen die Karte da oben im Auge. Nicht, dass mir jetzt hier irgendwie ein Wolf zu nahe kommt. Und er kommt zu nahe. So nicht, mein Freund. Das Spielchen kennen wir doch schon. Du hast jedes Mal den Kürzeren gezogen und jetzt ziehst du wieder den Kürzeren. Mann, Mann, Mann. Irgendwann lernst du das wohl noch. Waren wir nicht schon mal? Ist das nicht hier, wo die Kräuterhexe wohnt? Nee, ich glaube nicht. Eine Fischerhütte. Er möchte wohl, dass ich sie mir näher ansehe. Na, dann machen wir das doch glatt. Doch. Wer ist das? Nach nebenan. Geht schon. Was suchst du hier, Fremder? Unsere Hütte hat nichts zu bieten. Wir haben nichts. Wir wissen nichts. Ich suche jemanden. Zwei Frauen. Die Ehefrau und die Tochter des blutigen Barons. Hier war niemand, Herr. Wirklich? Kam hier keiner vorbei? Die Tochter ist mittelgroß, etwa 20. Ihre Mutter schlank, etwa 40. Gesehen? Die kam doch neulich in der Nacht, oder Mama? Still, Junge. Tja, mein Fräulein, hast du dich wohl verraten? Ich will der Frau helfen. Vielleicht ist sie in Gefahr. Der Junge hat nichts gesehen, Herr. Er ist noch ein Kind. War nur ein Traum. Dann soll er mir seinen Traum erzählen. Also, Kleiner, was hast du gesehen? Wer war hier? Papa hat sie abends mitgebracht. Die Dame, die Medizin macht. Sie hatte Angst. Sprach von einem grässlichen Monster und dass sie zurück muss. Wohin, weiß ich nicht. Mama und Papa haben sie aufgemuntert, ihr neue Kleidung gegeben. Ihre war zerrissen. Na, guck mal einer an. Wo ist das Mädchen hin? Dein Sohn hat's verraten. Es bringt nichts, sich dumm zu stellen. Du siehst nicht aus wie die Männer ihres Vaters. Weil ich's auch nicht bin. Ich suche Tamara und ihre Mutter. Ich muss wissen, ob sie am Leben und in Sicherheit sind. Tamara ist es, ja. Sie ist zu meinem Bruder nach Ochsenfurt. Aber Frau Anna, das ist eine andere Geschichte. Aber überall ist's besser als auf Krähenfels mit dem Baron. Warum? Weil er sie geschlagen hat, Herr. Die Frau Anna, meine ich. Alle haben's gewusst, aber keiner hat was gesagt. Das haben wir uns doch auch schon gedacht. Was ist mit Tamaras Mutter passiert? Es war so. Ich habe in der alten Räucherei gewartet. Mit Pferden. Kalt war's und dunkel. Konnte fast nichts vor Augen sehen. Der Mond stand schon hoch. Doch sie kam nicht. Hab schon gedacht, ein Dämon hätte sie geholt. Aber dann kamen sie doch. Und wir sind zum Fluss.
Dann gab's auf einmal einen Sturm. Dacht schon, der reißt mir die Rübe ab. Und dann diese Mistvögel. Riesenschwärme überm Wald. Haben gekreischt, dass ich aus den Ohren geblutet hab. Frau Anna hat geschrien, hat sich gekrümmt. Tamara hat sie an den Armen gehalten. Da hab ich's gesehen. Das Brandzeichen auf den Händen. Mhm. Warum hast du ihnen geholfen? Du hast einiges riskiert. Ich hab Fräulein Tamara was geschuldet. 3 Monde zuvor hatte mein Junge Fieber. Wir dachten schon, er würde sterben. Tamara hat davon erfahren. Versorgte uns mit Essen und Salben. Wir sind bettelarm. Sie hat meinen Jungen gerettet. Kein Zweifel. Ich selbst hätte mich nie getraut. Aber mein Weib hat gesagt, wir leben in einer Zeit von Krieg und Hass. Das Volk geht einen falschen Weg. Wir müssen Gutes mit Gutem vergelten. Wer nichts tut, dient dem Bösen. Du hast eine kluge Frau geheiratet. Ist eine Schande, dass wir Frau Anna nicht retten konnten. Das ist wohl wahr. Na gut. Und was geschah dann? Es wurde immer dunkler, als wären die Sterne erloschen. Und auf einmal verstummten die Grillen. Und dann, aus dem Wald, dieses Brüllen. Mir brach der Angstschweiß aus und mein Atem stockte. Da sprang eine Kreatur aus dem Wald, so groß wie eine Scheune, mit Hörnern und 2 glühenden Kohlenstücken als Augen. Dachte schon, das war's. Das Viech griff Frau Annas Pferd an, riss ihm den Kopf ab, trug sie in den Wald, unsere Pferde. Meins und Fräulein Tamaras erschraken und rissen sich los. Nur deshalb sind wir entkommen. Das Fräulein wollte zurück, nach ihrer Mutter suchen. Aber Mama flehte sie an, bis sie davon absah. Sagte, alleine würde sie dort draußen sterben. Was für Brandzeichen? Sie hat, also, wie von einem Brandeisen. Auf ihren Händen, innen. Brandeisen? Wie bei Tieren? Genau. Aber das waren keine verkrusteten Narben, sondern glühend heiße, als würden sie noch brennen. Na, sieh mal einer an. Das ist doch schon mal ein Hinweis. Danke für deine Hilfe. Dem Fräulein, dem wird's doch gut gehen, oder? Dafür gebe ich mein Bestes. So sieht's nämlich aus. Dafür stehe ich mit meinem guten Namen. Geralt von Riva. Hier trennen sich also unsere Wege. Ich danke dir, Dea. Geh in Frieden. Die möchte ich ja auch nicht nachts begegnen. Da will ich ja glatt ausrutschen und mir alle Knochen brechen vor Schreck. Naja. Haben wir auf jeden Fall schon mal etwas herausgefunden. Jetzt müssen wir anscheinend nochmal den Baron aufsuchen. Ich gucke gerade, ob es hier unten vielleicht noch was zu sehen gibt, aber das sieht hier alles nicht so aus. Wollen wir doch mal dem Baron nochmal einen kleinen Besuch abstatten. Er scheint sich immer mehr in seiner eigenen Scheiße zu verstricken. Und dafür werden wir ihn natürlich jetzt auch mal zur Rede stellen. Weiter so, Plätze. Und mit Säbelrasseln geht's zurück. Arriba! Ich weiß gar nicht, warum ich jetzt mein Schwert rausgeholt habe. Schwupp. Auf! Lasst es uns tun. So, was wollte ich davor sagen? Genau, 2 schöne Spiele habe ich mir noch rausgesucht. Die werde ich jetzt nebenbei noch ein bisschen zocken. Da habe ich richtig Lust drauf. Das eine wird wahrscheinlich eine richtige Videoserie. Mal gucken, wie gut wir darin vorankommen, beziehungsweise wie sich das spielen lässt. Und das andere Game, das hat, soweit ich weiß, einen Story-Modus und lässt sich dementsprechend natürlich dann auch durchspielen. Obwohl ich auch ganz, ganz, ganz wenig über dieses Spiel nur bis jetzt gehört habe, aber es klang interessant. Man macht es ja wie bei Spielen auch gerne mal wie mit Büchern. Man liest sich den Einband durch und dann
Mach langsam. Wo müssen wir denn jetzt hin? Da hinten, oder? Wenn einem dann der Einband gefällt, dann holt man sich das Game. Los, los! Und so mache ich das auf jeden Fall auch ganz gerne mal. Was ich mir mittlerweile abgewöhnt habe, sind zu viel Gameplay-Videos mir anzugucken. Ich weiß nicht warum, aber ich habe immer irgendwie keine Lust mehr, mal alles schön vorwegnehmen zu lassen. So bleibt das Ganze doch ein bisschen angenehmer von der Spielerfahrung her. Die meisten Trailer, die zeigen ja mittlerweile schon so viel. Das ist leider bei einigen Filmen auch schon so. Da guckst du die Trailer an und denkst, boah, er geht richtig die Post ab. Und dann passiert tatsächlich im... Haben die Leute nichts gegen deine weiße Visage? Haben die Leute nichts gegen deine hässliche Kackfresse? Halt! Und dann passiert nicht viel mehr als das, was du im Trailer gesehen hast und was zwischendrin noch geredet wird. So, jetzt erstmal Keks. Ja. Der Pferdebursche, den ich aus dem Feuer gezogen habe. So ist es. Das werde ich dir nie vergessen. Hier. Zum Dank. Danke. Nicht viel, aber immer her damit. Wollen wir die Straße unsicher machen? Vielleicht machen wir ja fette Beute. Besser als rumzusitzen und uns am Arsch zu kratzen. So, erstmal noch einen schönen Oreo-Keks naschen. Lecker. In Dänemark gab es Softeis mit Oreo-Keksen. Auf ein Wort bitte. Richtig gut. Was gibt es? In der Nacht, als der Baron allen befahl, die Türen zu verriegeln und drinnen zu bleiben. Was habt ihr, der Baron und du, getan? Da musst du den Baron fragen. Apropos, wo steckt er eigentlich? Im Garten. Seit neuestem sitzt er stundenlang im Garten. Betrunken? Nein, er trinkt und isst nichts, sitzt nur da. Na, ist doch schon mal was. Zumindest hat er jetzt aufgehört zu trinken. Ist auch schon mal viel wert. Da ist er doch. Der rote Baron sitzt in seinem Garten und trauert vor sich hin. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mir tut er nicht leid. Hat er sich irgendwie alles selber eingebrockt? Und dennoch nimmt seine Geschichte kein Ende. Wir sollen dies noch finden und das noch finden und hier nochmal nachforschen. Es scheint also noch ein kleiner Weg mit ihm vor uns zu liegen, in dem wir für ihn arbeiten dürfen, um dann endlich noch mehr Informationen zu bekommen, um dann weiterzureisen. Da wir aber noch relativ klein sind vom Level her, ist das wahrscheinlich auch okay und wir werden in der nächsten Folge sehen, wie es weitergeht.